Ja, guten Abend, ein ganz herzliches Dankeschön zur Teilnahme an der Pressekonferenz nach der, ja, sag ich mal, Heimpleite von Phoenixhagen gegen die Telekom Baskets Bonn. Das erste Spiel der Saison 2011-2012, das Aufeinandertreffen fast zweier neu formulierter Mannschaften. Ich darf Mike bitten, dein Statement zum Spiel. Ja, schwerer Kampf heute hier in Hagen. Sind sehr schlecht ins Spiel gekommen. Wir haben letzte Woche gegen Bayern München gespielt, eine Mannschaft, die sehr strukturiert spielt. Gegen Hagen, die sehr stark individuell sind, mit ihren Guards, die zum Korb ziehen. Wir haben uns dann glücklicherweise schnell gefangen und dann das Spiel eigentlich die ganze Zeit nicht dominiert, aber zumindest immer eine Führung gehabt und diese ausgebaut, die wurde mal ein bisschen enger. Wichtig, glaube ich, war, dass wir die Rebounds dominiert haben. Hagen hat letzte Woche 26 Offensiv-Rebounds geholt, da waren wir heute sehr stark. Noch dazu haben wir sehr, sehr, sehr stark aus dem Feld geworfen mit 61%. Das schafft man auch nicht jeden Tag. Ich glaube, letzte Woche haben wir ein Spiel in der Verteidigung gewonnen. Diese Woche haben wir es im Endeffekt im Angriff gewonnen mit der Wurfquote, die wir hier hatten. Aber das Spiel war nie vorbei. Der Endstand ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Denn Hagen hatte noch knapp 2 Minuten vor Ende die Chance, wenn sie mal einen Dreier getroffen hätten, das Spiel nochmal eng zu machen. Deswegen bin ich eigentlich glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Für uns ist ein perfekter Start in die Saison mit 2 Siegen jetzt. Darauf kann man aufbauen und wir haben letztes Jahr in Hagen auch gemerkt, wie schwer es ist, hier zu gewinnen. Da haben wir das Spiel verloren und deswegen bin ich froh, dass wir das heute und dieses Jahr geschafft haben. Danke, Mike. Ingo, bitte. Ja, Glückwunsch natürlich an Bonn. Aber mein Team war wirklich knapp dran zu gewinnen. Ich finde, wir haben gar nicht so schlecht gespielt. Wir haben nur einen großen Fehler bisher. Den haben wir in Braunschweig gehabt und den haben wir diesmal wieder gehabt. Wir haben uns zwar verbessert von Braunschweig zu heute, aber wir sind noch nicht in der Lage, dass jeder sich 40 Minuten oder in der Zeit, in der er spielt, sich 100% konzentrieren kann. Wir haben zwar nur 12 Turnovers gemacht, aber davon waren 5, 6, 7 komplett überflüssig. Einfach, weil wir in der entscheidenden Phase beim Baseline-Inbounds für uns einfach nicht jeder richtig gelaufen ist und die kriegen den Ball. Oder weil wir vor der Halbzeit einen Dreier zulassen, weil wir nicht richtig organisiert sind. Okay, weil manche schon in der Kabine waren. Und davon gab es 6, 7, 8 Situationen. Wir führen 8-0 und machen dann 3, 4 Turnover in Folge. Sowas. Und das sind einfach nur Konzentrationssachen. Ansonsten ist meine Mannschaft ganz gut. Also ich bin nicht so unzufrieden, wie das Ergebnis jetzt vielleicht ist, dass wir 2 Spiele verloren haben. Bonn ist eine gute Mannschaft und wenn wir die Sachen richtig machen und uns und jeder Spieler es schafft, sich immer zu konzentrieren, wenn er auf dem Feld steht, dass wir alle auf der gleichen Seite sind und alle das Gleiche machen, dann denke ich, können wir noch ein paar Spiele gewinnen. Ganz wichtig jetzt natürlich nächsten Mittwoch in Bayreuth. Ja, herzlichen Dank, Ingo. Okay, Fragen Ihrerseits bitte an die Trainer. Die Aufstellung im zweiten Viertel, war die ein bisschen optimistisch? Glaube ich nicht optimistisch, denn wir haben mit diesen Spielern, die jetzt nicht Starter sind, genug Qualität. Wir haben zum ersten Mal in der Saison, glaube ich, 3 von ihnen gleichzeitig auf dem Feld gehabt. Dann haben wir aber in dieser Phase auch nicht jetzt das Spiel verloren, wo man denken könnte, oje, oje, jetzt haben wir André Mangold, Daniel Hein und auch Fabian Thülich auf dem Feld. Ich glaube, die haben ihre Sache mehr als gut gemacht. Die haben aggressiv verteidigt, die haben Energie gebracht, das ist das, was wir als allererstes brauchen. Und wenn sie dann noch uns Punkte geben, dann ist das ein kleiner Bonus. Ich glaube, über das gesamte Spiel haben wir dann immer gut gespielt, wenn wir einfach strukturiert gespielt haben, auch im Angriff, auch in der Verteidigung. Wenn wir nicht versucht haben, extrem mitzulaufen, Run and Gun zu spielen, sondern das Tempo ein bisschen rausgenommen haben und zu Sets gelaufen sind. Und da glaube ich, dass wir da gute Optionen gefunden haben. Und ich habe mich bei meinen Spielern in der Kabine, bei denen, die auch bis jetzt wenig gespielt haben oder wenige Minuten gespielt haben, habe ich denen eindeutig klar gemacht, dass ein Trainer auch einen gewissen Druck hat nach der letzten Saison, dass man Spiele gewinnen muss. Und ich glaube, dass die Bankspieler auch in der Zukunft noch mehr Minuten bekommen werden. Also im Grunde ausprobieren und du bist zufrieden mit dem, was du gesehen hast. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon die Minuten eigentlich gesteigert zur letzten Woche. Daniel Hein hat mehr Minuten gesehen. Ich weiß gar nicht, Fabi, wie viel er gespielt hat, ein bisschen weniger, glaube ich, aber André auch wieder, Mangold. Zwonko hat ein bisschen Foulprobleme gehabt. Wir haben eine starke Rotation mit 6 Mann eigentlich und die anderen 4, die werden ihre Spielzeit bekommen. Wie gesagt, am Anfang geht es darum, auch Spiele zu gewinnen, eine gute Ausgangsposition sich zu schaffen als Verein. Aber das wird auch noch kommen, auch bei Jonas. Das habe ich auch mit ihm besprochen, dass er da auch nicht jetzt den Kopf hängen lässt.
Hätte noch eine Anschlussfrage. Welche Zahl bei deinen Leuten freut dich denn hier am meisten? Ja, 38 Rebounds, glaube ich, ist eine sehr gute Zahl. Und 17 Assists, das sind die Sachen, die für mich wichtig sind. Dass wir zusammenspielen, dass wir den Ball laufen lassen, dass wir versuchen, den besser postierten Mann zu finden. Die Rebounds, gerade wie gesagt, gegen Hagen, die im letzten Spiel 26 Offensiv-Rebounds hatten, waren ganz wichtig für uns. Turnovers sind ein bisschen hoch, aber okay. Ich glaube, und die Wurfquote, wie gesagt, die hat man nicht jedes Wochenende. Das hat uns natürlich auch sehr geholfen. Danke, Mike. Gibt es weitere Fragen Ihrerseits? Bitte. Ingo, vielleicht ein Wort zu Jason Crowe zum Debüt. Er hat viel gespielt, fast durchgespielt, 35 Minuten. Wie war dein erster Eindruck im Spiel? Im Training hast du ihn ja viel gesehen schon. Ja, er gibt uns natürlich das, was wir wussten. Ja, er holt als Guard 5 Rebounds, macht 5 Assists, holt 5 Steals. Das sind genau seine Stärken. Wenn er noch ein bisschen besser trifft und seinen Rhythmus findet, dann trifft er auch den einen oder anderen mehr und dann hat er seine 10 Punkte. Also da hat er das schon ganz gut gemacht. Er kennt natürlich die Spieler auch noch nicht so gut jetzt. Ne? Er ist noch nicht so lange hier und er hat den einen oder anderen Pass gespielt, wo ich lieber einen anderen Spieler angepasst hätte, weil der Spieler in der bestimmten Situation da mit dem Ball nicht so gut was mit anfangen kann. Also das ist so, aber das ist ja eine Sache, die verbessert wird in den nächsten Wochen und deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Okay, gibt es weitere Fragen? Ingo, wenn ich auf der Statistik sehe, dass Bonn 5 zweistellig scorende Spieler hat, ja, Ziggy einen. Letzte Woche im Braunschweig hatte im Grunde damit DJ Carter auch einen, der richtig viel scorte. Fehlt euch so ein bisschen das Selbstvertrauen, die Ausgeglichenheit der anderen Spieler, die auch zweistellig scoren können, aber die so ein bisschen fehlen hinten dran im Offensivbereich? Also wir wissen, dass alle scoren können, aber wir haben von der Mentalität den einen oder anderen Spieler zu viel, der sich das von sich nicht herausnimmt. Der dann lieber sieht, okay, da macht ja einer ziemlich viel und halte ich mich mal ein bisschen zurück. Und das ist genau die falsche Einstellung. Also wir müssen immer, jeder Spieler muss aggressiv in Offense sein und seine Stärken da ausnutzen. Und das müssen die auch noch lernen, ganz klar. Ja, du hast gerade schon gesagt, das spielst ja schon am Mittwoch. Spielen in Bayreuth ist sehr wichtig. Das ist eine Mannschaft, die ihr vielleicht in eurer Kragenweite seht. Was könnt ihr aus dem Spiel heute lernen, damit ihr eine Chance habt, in Bayreuth den ersten Sieg einzufahren? Wir müssen einfach uns weiter verbessern, wie zum letzten Spiel davor auch. Also, und genau an den Sachen arbeiten, wie Konzentration, dass jeder auf seinem richtigen Platz steht, wenn wir ein Offense laufen, dass jeder auf seinem richtigen Platz steht, wenn wir eine bestimmte Defense haben und so weiter. Also wenn wir das schaffen, wir können werfen, wir können dribbeln, wir können auch verteidigen. Also ich habe gesehen, dass Bonn Schwierigkeiten hatte zum Beispiel, wenn wir Setplay Mann-Mann-Verteidigung aufgestellt hatten. Das war gar nicht so schlecht, aber waren halt immer diese Kleinigkeiten und da müssen wir dran arbeiten. Das hat im letzten Jahr auch, da haben wir gelebt von unserer Presse und wenn wir Setplay hatten, dann sah es schwierig aus. Aber zweite Hälfte der Saison war das auch sehr, sehr gut. Das wird auch alles noch besser werden und wir werden dran arbeiten, solange ist die Mannschaft ja auch noch nicht zusammen. Ich sehe jetzt noch keine weiteren Fragen. Doch, da hinten ist noch eine Frage, bitte. Können Sie uns vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben auf das Spiel am Mittwoch gegen Gießen? Ja, jetzt machen wir erstmal einen Tag frei. Das haben sich die Spieler verdient und dann wird ab Montag die Vorbereitung auf das Gießen-Spiel laufen. Im Augenblick gibt es keine einfachen Spiele in dieser Liga. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Ich glaube, dass vorneweg kann man 3 oder 4 Mannschaften sehen, die oben sind. Und dann geht das große Hauen und Stechen um die Playoffs los und das ist für uns ein Heimspiel. Wenn man in die Playoffs will, muss man die Heimspiele gewinnen, also ein ganz wichtiges Spiel für uns. Die Gießener stehen auch unter Druck, die werden auch nicht nach Bonn kommen, um die Punkte bei uns zu lassen, freiwillig. Also es wird auch wieder ein harter Kampf. Ich bin zufrieden mit der Mannschaft, wie sie spielt, wie sie sich gibt, auch nach dem 8-0-Run. Und ich glaube, genau das sind die Sachen, an denen man arbeiten muss, was Ingo sagt. Kleinigkeiten, man ist jetzt seit 6, 7 Wochen zusammen. Alles läuft eigentlich richtig rund, aber es gibt in jedem Spiel immer Sachen zu analysieren, die man besser machen kann. Und dann schauen wir uns das Video von heute an, gerade so beim Pick and Roll, die Verteidigung teilweise und solche Kleinigkeiten. Und dann glaube ich, gehen wir mit jetzt natürlich mit erhobenen Hauptes in das Spiel gegen Gießen. Denn zu Hause, wir haben hoffentlich eine volle Halle wieder. Wir haben gegen München gespielt, da war die Halle voll. Jetzt ein Auswärtssieg, das wird auch die Zuschauer wieder in die Halle treiben. Und das ist in Bonn immer was Besonderes, wenn die Halle voll ist. Und ich freue mich schon drauf.
Herzlichen Dank. So, aber jetzt sehe ich wirklich keine weiteren Fragen im Augenblick mehr. Dann darf ich mich bedanken für die Teilnahme an der Pressekonferenz nach der Begegnung Hagen gegen die Telekom Baskets Bonn. Euch, Mike, eine gute Rückfahrt. Danke. Ja, wir sehen uns. Wir wollen Bonn. Gut.